Ein Steirer, der nach Texas auszog, um mit seiner Gitarre Karriere zu machen, stand heuer auf der Bühne beim traditionellen Vienna Bluespring. Uli Ellison stellte dabei unter anderem sein neuestes Projekt vor. Welche Stilrichtung hat deine Musik? Es gibt da einfach sehr viele Einflüsse, die da drinnen sind. Nachdem ich klassisches Klavier zuerst gespielt habe und dann viel Rock und Jazz und Blues. Mittlerweile, also unsere neue CD wird von den Leuten in Amerika als Viking Blues bezeichnet. Wir mischen keltische, irische Einflüsse mit Blues-Rock und da hat aber irrsinnig viel dazwischen Platz, eben also Rock oder orchestralere Sachen. Ich folge einfach meiner inneren Stimme und möchte einfach Musik machen, die mich aufregt oder die bei mir was auslöst. Wie habt ihr euch kennengelernt, du und der Uli? Wir haben uns durch die Musik kennengelernt in Wien. Wir sind beide aus Graz und sind unabhängig voneinander nach Wien gezogen. Und ich habe gespielt 2004 mit meiner Rockabilly-Band und er war an dem Konzert und da haben wir uns dann kennengelernt. Uli Ellison und seine Band spielten neben bekannten auch teilweise noch unveröffentlichte Songs bei diesem Konzert. Wer spielt bei euch die erste Geige? Die erste Geige, ich glaube, das hält sich die Waage, würde ich mal so sagen. Grundsätzlich ist der Uli der Bandleader, schreibt da die Lieder, ist auch immer schon sehr ausarrangiert alles und grundsätzlich in der Band ist er der Bandleader und ja. Wie schafft man als Steirer den Sprung über den großen Teich nach Texas? Naja, es gibt ja gute Vorbilder schon mit dem Arnold Schwarzenegger und so. Ich glaube, dass man es als Steirer sogar ein bisschen leichter hat, weil wir auch Naturburschen sind und in den Südstaaten sind von Österreich. Ich glaube, man braucht einfach ein bisschen Entschlossenheit, ein bisschen Mut und Talent und eine Unverblümtheit. Ja, du hast ja schon etliche Preise gewonnen. Welche sind das? Ich habe dreimal den Downbeat Award gewonnen. Also das war ja 2008 bis 2010. Und womit kann man das vergleichen mit österreichischen Verhältnissen? Das ist so wie der Grand Prix der Volksmusik für Jazz. Nein, aber man muss sagen, es ist ein Studentenpreis. Also es ist so gesehen... So wie der Hans-Koller-Preis vielleicht. Du hast schon mit heimischen und internationalen Größen zusammengespielt. Welche sind das? Also in Amerika unter anderem mit Blues-Leuten wie den Tommy Shannon von Stevie Ray, also Double Trouble, Mitgliedern von Eric Burdon's Band, Robin Ford's Band. Hier in Österreich habe ich lange Zeit in verschiedenen Bands mit dem Fredel Betz gespielt, unter anderem auch mit Radi Waberl
Mini Sex, Boris Bukowski, Andy Baum. Und natürlich durfte für den gebürtigen Grazer, der jetzt in Austin lebt, der Texas Flood nicht fehlen. Das Publikum, in dem sich auch viele Freunde, Musiker und Wegbegleiter des Gitarrenvirtuosen befanden, waren von den leider viel zu seltenen Auftritten in Österreich mehr als begeistert. Not even that dragon.